Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zu Skyrim in einer doch recht zugigen Höhle, wie ich jetzt gerade feststellen muss. Mit Günther zusammen, dem Feinschmecker, wie er im Buche steht. Und mit ein bisschen Feuermagie, denn ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch genauso gut in die Höhle reingehen. Und habe auch ein bisschen gehofft, dass das hier kaputt geht. Was auch absolut der Fall ist, deswegen können wir jetzt hier einmal durch. Ich nehme aber wieder die Axt zur Hand. So, zack. Und dann einmal hier durch. Ich habe mir die Notizen nochmal angeguckt. Da geht es um irgendwie vertrauenswürdige Personen, die höchstwahrscheinlich nicht mehr so ganz vertrauenswürdig waren gegen Ende. Denn die personifizierte Vertrauenswürdigkeit liegt da tot vor der Tür. So. Direkt erstmal wieder Falmer am Start. In der Hoffnung, dass das nicht irgendwelche Magier werden, wie sonst immer. Weil die Magier von den Kollegen, die haben mich immer mit so zwei, drei Schlägen dann doch mal aus dem Leben rausgeprügelt. Das brauche ich nicht unbedingt. Und ich glaube, das war's mit dem Kollegen. Der ist hinter sich. So, dann weiter einmal im... Habe ich eigentlich eine Quest? Warte mal. Quest? Da. Bergestroms Tagebuch. Darum geht's. Ja, guck mal. Dann brauche ich den ganzen anderen Bums jetzt erstmal nicht. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um die Höhle. Au. 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 Was habt ihr denn alle gegen mich heute? Ja, und schon geht's los mit irgendwelchen Magiern. Das ist exakt das, was ich meine. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ja komm, wenn, dann schon richtig runter. Gleich einmal schnell speichern, vorher allerdings nochmal kurz Heilung. Achtung, laut. Das alte Lied. Es ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn beide gleichzeitig geprügelt werden, deswegen lasse ich das an der Stelle mal. Einmal schnell speichern. Und wieder zu der Axt wechseln. So, jetzt sind wir vorbereitet, weiter geht's. Aber in die unten. Ja, genau. Erstmal direkt hinter der Tür stehen. Der Gegenstand ist übrigens immer noch nicht genug geladen. Aber ich bin ja demnächst zu Hause. Mal ein bisschen Item-Management machen und alles für Folge 100 vorbereiten. Den großen, ich teste alles im Alchemie-Schränkchen. Weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Es müsste jetzt die 98 sein. Das heißt, lange ist nicht mehr. Bis zur 100. Folge, was auch sehr, sehr geil ist tatsächlich. So, ein bisschen schwaches Gift, das braucht aber kein Mensch. Also übrigens mal ein bisschen leiser machen. Ich weiß, ab und zu sind die Stimmen wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen, aber gerade wenn Günni meint, hier rumschreien zu müssen, ist es doch immer so ein bisschen laut. So, weiter hier runter. Irgendwo müsste jetzt theoretisch ein Tagebuch zu finden sein. Da wird mir noch netterweise angezeigt, wo das Tagebuch ist. Da haben wir Strom. Wobei mir das jetzt nicht ganz klar ist, warum ich es jetzt schon aufgenommen habe. Ich habe eigentlich ihn angedrückt, aber gut. Erst Tagebuch, Kraks Tagebuch und Staubs Tagebuch bergen. Okay, ich habe beschlossen, mit einer Wache zurückzubleiben, um den Wohnbereich weiter zu dokumentieren. Der Baum, Wohnbereiche. Okay, darauf greife ich mal zurück, wenn es dann wieder soweit ist. Heldenmut habe ich schon. Dann, ja komm, Hexenrahmenfedern, einfach nur nochmal, um es irgendwann mal probiert zu haben. Ein bisschen Wein, alles klar. Auch hier nochmal Gold mit am Start. Ist jetzt die Sache, wird mir alles angezeigt oder werde ich das jetzt durchswitchen müssen? Okay, die werden mir alle angezeigt, das heißt hier ist erstmal wieder zurück. Also aktuell ist es zumindest, kann ich noch dem Questmarker folgen. Ob das jetzt so bleibt, ist nochmal eine andere Geschichte. Weil, wenn man rein in der Theorie bleibt, dann
ist das Gebiet, in dem ich suchen muss, ja das hier eigentlich. Beziehungsweise hier diese ganze Dwemer-Geschichte ist so das komplette Gebiet, wo ich dann halt suchen muss. Und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich dem Questmarker trauen kann. Aber das werden wir wohl gleich dann irgendwann sehen. Ist auch die Sache, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich hier hin muss tatsächlich. Also hier oben wird er mir halt angezeigt, aber ich muss irgendwie in den Gang über mir kommen. Ah, okay. Nehmen wir doch einfach die Treppe. Da lang. Immer nochmal irgendwo in irgendwelche Gefäße reingucken. Und zweimal. Das war der Kollege, der mich angegriffen hat, direkt nach der Tür, glaube ich. Dann doch nochmal weiter darunter. Ich meine, ich hätte vielleicht das Tagebuch lesen können. Da liegt übrigens auch nochmal ein Toter. Vielleicht hätte das ja ein bisschen Aufschluss gegeben über so ein paar Dinge, aber warum? Ne? Wenn man doch einfach ein bisschen erkunden kann. So, einmal hier hoch. Einmal kurz zu dem Kollegen gucken, was der so hat. Hier geht es nämlich auch durch. Da wird mir aber allerdings überhaupt nichts angezeigt. So, Leiche ist vielsagend. Hier ist Krak. Gucke mal, der wurde mir nämlich so auch jetzt gar nicht angezeigt. Auf eine neue Ruine. Markart. Okay, das Tagebuch haben wir. Menschenfleisch, klar, hat man ja dabei. Sieht es. Ja, heil sieht es. Wurden die umgebracht von der dunklen Bruderschaft? Kann ich ja mal so ganz unverbindlich in den Raum werfen. So, Waffenkammer. Und hier unten wird es extra sogar markiert. Also gehen wir da unten in die Waffenkammer rein. Auch wenn es wahrscheinlich klüger gewesen wäre, einen von den oberen Eingängen zu nehmen, aber who knows? Guck mal, da ist jetzt sogar ein Marker. Ist ja nett. Also werde ich hier irgendjemanden finden und später dann auch nochmal. Also hätten wir theoretisch unsere drei Tagebücher. Ist auch sehr nett, dass hier einfach nur Adeptenschlösser sind. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ja, moin. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Habe ich Tollkirschen? Mal gucken. Ja. Abgeschlossen, Tagebuch finden. Ja, eigentlich heißt das Notizen, ne? Rosselei. Pulverisierter Mammutstoß. Und so weiter. Eisendurch, alles klar. Ihr wacht nicht auf zufällig, ne? Ihr bleibt einfach so, wie es ist. Ist nett von euch. Brauche ich nämlich jetzt nicht unbedingt hier noch irgendwie gegen irgendwelche Centurios zu kämpfen oder so. Ja. So viel zu dem Thema. Irgendwelche Magier-Dudes. Erstmal direkt aus dem Leben beseitigen, weil das macht keinen Spaß hier. So. Zweimal durchzwiebeln und das hat sich. Magisches Leichentuch. Wundervoll. Wabert noch so ein bisschen vor sich hin. Ist immer ganz schön. So, weiter geht's. Wieder zurück nach Seel. Und nochmal weiter hoch. Alles klar, ich hätte tatsächlich da durchgehen können. Also irgendwo muss jetzt auf jeden Fall noch einer von den Kollegen liegen. Und ich meine, dann habe ich alle Tagebücher. Weiß zwar noch nicht genau, was mir das bringen soll. Und was ich überhaupt... Was mache ich im Moment für die Gilde eigentlich? Ich glaube, den Kollegen dazu bringen, mir die Tür aufzumachen fürs Museum. Da musste ich ja auch irgendwas für finden und ich glaube, das habe ich schon gefunden und das hat mich jetzt im Endeffekt hier in die Ruine gebracht. Oder löse ich gerade ein Falmer-Problem, was ich lösen sollte? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Warte mal, ich guck mal. Ich schaffe dir Zutritt zum Museum, ja. Berichter Calcemo vom Tod, Nimes. Ah, okay, das sollte ich machen. Ich sollte den Typen finden. Den habe ich gefunden, der war aber nicht mehr so fit. Verhärtete Falmer-Rüstung, nett. Weiß nicht, ob ich die schon habe, aber ich glaube nicht. So, hier sind noch ein paar Freunde. Oh!
fein drauf. Ein paar Pfeile mitnehmen. Den ganzen kleinen Bums, den kann man wunderbar einfach nur mitnehmen. Ja, guck mal, da haben wir einen Staubbienen. Reaktiviere Nuranzells automatische Verteidigungsanlagen und ich habe keine Ahnung wie, denn ich lese diese Bücher nicht. Also im Endeffekt werde ich dann wahrscheinlich jetzt gleich dazu übergehen, einfach nur rumzuprobieren oder mir die Bücher irgendwann anzugucken. Aber zuallererst muss ich hier mal... Okay. Diese kleinen Krabben aus dem Weg schaffen. Und dann finden, wo ich das aktivieren kann. Aber das wird mir zum Glück auch markiert. Okay. Dadurch, dass die jetzt hier mit Blitzen anfangen, mache ich mal einen auf vorsichtig. Jetzt weggeflammt. Schuppenschwamm. Ja, komm. Wenn wir jetzt schon demnächst unsere tolle große Folge aufnehmen, dann holen wir uns wenigstens noch das richtig gute Zeug ins Haus. Hallo. So. Ich dachte, der wäre auch weg, aber da... Oh, warte mal. War der geladen? Ich glaube, der war geladen. Sowieso die Sache, warte mal. Kann ich wieder irgendwas aufladen? Geht das überhaupt ohne das Ding hier? Da... Ladung. Großer Seelenstein. So, Verzauberung verbessert. Führt auch zum Level-Up. Ja, guck mal, dann haben wir sogar hier nochmal ein bisschen was geleistet, diese Folge. Ja, komm, Gesundheit. Warum nicht? Wie sieht's aus bei der schweren Rüstung? Unbewaffnete Angriffe? Ja, mache ich in der Regel selten. Hölz in der Brandung. Weniger zurückstoßen, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Okay. Hätte ich denn noch zweihändig halt? So der Main-Skill bis auf das hier, weil Hammer nehme ich halt nicht. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile alles krass geskillt, was das angeht, außer die Dinger hier. Warte mal, Angriffe mit Streitäxten verursacht größeren Blutungsschaden. Ja, komm, dann machen wir den. Bisschen mehr Crit. So. Kräftige Heilung. Wenn der mir schon Heiltränke gibt, immer gerne mal schnell speichern und den Hebel aktivieren. Finde jemanden, der etwas über die Expedition weiß. Ich könnte dir vielleicht sogar jemanden anbieten, aber der muss mir erstmal nochmal mit was anderem helfen. Da ist er dann sogar, der Kollege. Na, guck mal, bei mir nochmal ein Trüchen. Kupfer-Diadem. Oh, schick. Nicht ganz meine Kragenweite eigentlich, aber schick. So, dann brauche ich erstmal wieder zurück. Das ist jetzt die Sache, der Malzemo oder wie der heißt, oder Calimero, oh Gott, okay. Hier ist jetzt definitiv Krieg. Palmer gegen Dwemer, zwei so Uraltvölker. Oh Gott, nee, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit dir anzulegen, ganz ehrlich. Hä? Okay, ich soll jetzt runter wieder? Oder wie soll ich das verstehen? Weil unten interessiert mich eigentlich nicht viel. Dann ist das definitiv nicht unser kleiner Freund, glaube ich. Dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Hier ist hier irgendwo ein geheimer Ausgang oder was feiert ihr jetzt? Sind überall noch diese Zwergenkugeln? Ach, da oben. Ja, schöne Scheiße. Das ist ein bisschen blöd. Und da oben rennt ja auch irgendwo noch dieser Centurio rum oder was das ist. Ich komme aus dem Wasser nicht mehr raus, ist auch nett. Ach komm, komm ich jetzt. Ne, komm, schaffst es. Danke. Ne, doch nicht, willst du nicht? Komm schon. Glaub an dich. Ja, guck mal, mit ein bisschen Umweg kommt man dann doch mal hier ein bisschen durch. Was ist? Renn doch nicht weg. Stell dich deinem Schicksal.
Machen wir hier nochmal so ein Stückchen raus. Das macht mich ein bisschen nervös, dass ich hier nirgendwo diesen Centurio sehe. Der taucht doch bestimmt gleich irgendwie einfach nur hinter so einer Kuppe auf oder so und ist dann plötzlich da und haut mir aufs Maul. Oder er steht exakt da, wo ich ihn ganz und gar nicht gebrauchen kann, nämlich da, wo ich hin muss. Das ist auch nett. Geh nochmal ganz hoch. Wieso ist denn da jemand? Gut, ich werde es wahrscheinlich gleich erfahren. So, einmal nochmal schnell speichern. Ist jetzt nur die Sache, überlebe ich das? Tut ein bisschen weh, aber... Ach komm. Da lade ich dann lieber nochmal. Ich weiß schon, warum ich schnell gespeichert habe. Das hat nichts mit dem Centurio zu tun. Das ist einfach nur meine Sprungkunst. Ah, da komme ich doch dann erst wieder. Egal, komm. Moin. Ich will eigentlich nur vorbei. Ja, okay, hier musste ich gar nicht hin. Das ist doch schon wieder ein Traum, ey. Muss ich so ganz und gar nicht hin, hä? Ich sollte noch weiter hoch? Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt. Bin ich jetzt gerade einmal falsch rausgegangen, nachdem ich die Truhe geöffnet habe? Er hat mich ja eigentlich dahin gelotst. Weggeprügelt. Ja, und jetzt sagt er mir da irgendwo oben. Ich bin ein wenig verwirrt. Weil irgendwie weiß der jetzt gerade, glaube ich, auch nicht, wo er mich hinschicken soll. Oder er verwirrt mich einfach nur. Oder ich habe aus irgendeinem Grund eine andere Quest angewählt, als eigentlich vonnöten. Machen wir doch mal die Tür hier auf. Oh. Wenn nichts mehr hilft, einfach irgendwelche random Türen öffnen. Lesen wir doch noch mal kurz. Ja, okay, jetzt sagt er mir nämlich das mit dem in der Calcemo oder berichte dem. Die verschollene Expedition. Finde jemanden, der etwas an der Expedition weiß. Ich habe die verbliebenen Maschinenkrieger aktiviert. Ja, okay. Dürfte ihnen keine großen Mühen bereiten, die restlichen Firmen zu vertreiben. Ich wiederum sollte nachsehen, ob irgendjemand nach der Expedition sucht. Ja, prinzipiell ist es ja Calcemo. Der hat mich ja auch hingeschickt mit dem Motto hier von wegen, ja, ne, such die mal. Oder such den Typen mal, weil der gehörte doch dazu. Auch wenn der halt tot war jetzt und ne, nicht mehr ganz so frisch. Ja, guck mal, aber jetzt wird mir aus irgendeinem Grund angezeigt, ich soll da hingehen. Also muss ich doch mit Calcium. Hä? Hat der jetzt gerade ernsthaft einfach irgendeine andere Quest angewählt oder warum habe ich jetzt hier rumgeeiert? Ja, egal. Tür ist markiert. Gehen wir mal raus. Ich denke mal, ich werde mit Calcemo reden müssen. Das ist zumindest die einzige Person, die mir jetzt spontan einfällt, die, ach ja, die Spinne. Die große Spinne war ja der Grund, warum wir hier hingegangen sind. Ja, okay, dann wird das irgendwas mit Calcemo auch zu tun haben, dass der dann sagt immer so, ja, habt ihr die Expedition gefunden? Hat zwar nichts mit eurer anderen Quest zu tun, aber erzählt mir alles. Irgendwie sowas wird jetzt gleich kommen, nehme ich an. Durch die Gänge spazieren hier. Ja, hier können ja auch ordentlich Wärmemetall rausziehen, ne? Hier ist ja alles quasi noch erhalten gewesen. Also vor allem der Dude da oben. Bist du nur Deko? Du bist so eingefasst in den Zaun, ne? Ist auch noch ein komplettes Höhlensystem, wo ich jetzt vorhin drin war. Hat er die Tür offen gelassen? Das ist kein Wunder, dass das hier so zugig ist. So, auf geht's. Ich nehme mal an, du wirst mir jetzt ein paar Antworten liefern. Und dann wirst du versuchen, in das Museum zu kommen und merken, dass du keinen Schlüssel mehr hast. Die Artefakte, die ich in Nechuan-Zell entdeckt habe, werden eines Tages in die Geschichte eingehen. Mir ziemlich sicher. Ich habe übrigens die Spinne gekillt. Ich bin euch sehr dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum.
Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Danke. Das habe ich denn, glaube ich, zweimal. Ich habe das Tagebuch einer Expedition gefunden. Zeigt mal. Ah, also das ist Storbin zugestoßen. Ja. Tragisch. Aber ich hatte ihn gewarnt, dass er diese Leute in ihr Verderben führen würde. Leider ruht der Stein der Weisen manchmal auf dem Fundament des Todes. Ich werde seine Leute informieren. Hier, normalerweise bezahle ich Forscher für ihre Arbeit, wenn sie aus den Ruinen kommen. Aber sie brauchen es ja nicht mehr. Ja, der Meinung bin ich allerdings auch. 1000 Gold, alles klar, hat sich gelohnt. Ja, dann haben wir jetzt den Schlüssel. Oh, auf Wiedersehen. Vor allem seine Erlaubnis, aber auch nochmal offiziell den Schlüssel, um in das Museum zu gehen. Und das werden wir nächste Mal auch tun. Nicht mehr dieses Mal. Ich muss jetzt echt mal gucken eigentlich. Ich habe den Ordner jetzt leider nicht offen. Ich glaube, wir sind bei Folge 98. Zur Not wird dann jetzt halt mal das Handy konsultiert. Vielleicht ist es auch die 97. Ich glaube, es ist die 97. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis wir dann irgendwann nach Hause zurückkehren, alles in die Schränke einpacken und uns dann dem begleiteten Trip und unserem kleinen Alchemie-Schränkchen widmen. Unter der Festung befindet sich eine ganze Zwergenstadt namens Nichuanzell. Haltet euch besser davon fern, wenn ihr euch nicht mit einem Dampfcenturio anlegen wollt. Okay, ich habe mich weder davon ferngehalten, noch habe ich mich mit ihm angelegt. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir nähern uns langsam aber sicher zumindest einmal dem Aufklären des Verrats der Diebesgilde. Und werden mal gucken, ob wir im Dämonenmuseum da ein paar Antworten finden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar, Like und Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder für eine neue Folge Günni in Skyrim mit... Na, Lydia braucht noch ein bisschen, bis sie wieder auftaucht, aber mit ganz vielen anderen Gefährten, die wir mittlerweile so auf dem Weg gefunden haben. Macht es gut, macht euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.